Mir, Marleen. Komm. Yay. Ein kleines Häuschen im Schwarzwald. Hier wohnen Kaya und Marco Schomas seit einem Jahr in einem Tiny House in der Nähe von Freudenstadt. Kleiner Leben ist das Motto der beiden. Also ich glaube, es ist einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es nichts, gar nichts mit Verzicht zu tun hat, was eben auch so negativ behaftet ist. Es ist einfach eine freie Entscheidung zu sagen, hey, ich möchte mich auf das Wesentliche konzentrieren, auf einfach bewusst wahrnehmen, was umgibt mich, was möchte ich tatsächlich beihaben und ja, Achtsamkeit zu verbessern. Eigentlich vergrößert man das, was man sonst also minimalisieren musste, wegen viel zu viel Arbeit, viel zu viel Zeug, dass du einfach sagst, ich hab jetzt die Möglichkeit für Erlebnisse und Fähigkeiten mehr anzueignen. Deshalb haben sich die Physiotherapeutin und der Medieninformatiker vor kurzem auch selbstständig gemacht. Die Faszination für Tiny Houses teilen Kaya und Marco schon lange. Mitte 2016 haben sie ihren Plan endlich in die Tat umgesetzt und ganz alleine ihr eigenes Häuschen gebaut, völlig ohne Schreinererfahrung. Dann hatten wir den Boden fertig und dann ging das erste Holz in die Senkrechte. Es war so, wow, endlich, wir kommen hoch. Und dann klar, das Dach irgendwann, wow, und dann die erste Fassade, wow. Und dann irgendwann, okay, wir sind von außen fertig, jetzt geht's innen weiter. Oh, wie absolut abgefahren. Wir haben das alles selber gemacht, das war schon beeindruckend für uns auch. Ne? Beeindruckend ist auch das Ergebnis von innen. Küche, Bad und Wohnzimmer, alles auf nur 18 Quadratmetern. Und unterm Dach das Bett. Für sie ihr eigenes Loft. Das ist unsere kleine, aber feine Küche. Ja, wir haben hier einen Wasserhahn, der mit einer Fußpumpe betätigt wird, mit kaltem Wasser, mit einem 60-Liter-Fass darunter. Diese 60 Liter reichen den beiden eine Woche lang zum Kochen und Duschen. Die Toilette hingegen funktioniert ohne Wasser. Es ist eine sogenannte Komposttoilette. Der Grund ist, dass wir einerseits nicht so viel Wasser hier zur Verfügung haben, um alles irgendwie in die Kanalisation zu jagen. Und auf der anderen Seite ist es eine riesen Umweltverschmutzung. Nachhaltig leben heißt für Kaya und Marco auch, nicht mehr Kleidung im Schrank zu haben als nötig. Zusammen reichen ihnen 5 Schubladen. Genauso wichtig ist ihnen der bewusste Umgang mit Lebensmitteln. Also wir gehen lieber so im regionalen Hofbauernhof, also zum Biohof oder zum kleinen Tante-Emma-Laden, anstatt in den großen Supermarkt. Hey. Wir haben lange Zeit gar nichts Tierisches konsumiert. Ich bin da jetzt bewusst ein bisschen davon abgekommen, dass wir für den Eiweißersatz da hatten wir Hülsenfrüchte, die eingepackt waren, über die 7 Weltmeere geschippert wurden und wieder zurück. Da haben wir für uns einfach entschieden, dass es auch gesünder ist, wieder Eier von Biohühnern, von Hühnern, ich sag mal, wo wir wissen, dass es denen gut geht. Und anstatt des Agavendicksaft oder Ahornsirups ist es dann auch eher der regionale Honig wieder, auch weil es da auch wieder gesund ist und auch da kann man natürlich sich auch anschauen, wo der herkommt. Mach's gut, vielleicht bis nachher. Ja. Tschüss. Trotzdem wollen wir auf nichts verzichten, also wir haben jetzt irgendwie keine Extreme oder so, also wir gönnen uns schon nochmal alles Mögliche. Chips vielleicht, genau. Ja, meine Schokolade. Und inzwischen auch wieder Früchte, die nicht ganz so regional sind. Genau. Einfach, weil wir uns nicht geißeln wollten. Zu zweit kommen sie auf 18 Quadratmetern gut zurecht. Aber sie machen sich bereits Gedanken über das Leben mit einer Familie. Bis zum gewissen Alter funktioniert das ja auch super gut. Ich glaube, dann merken die Kinder auch gar nicht, dass es eigentlich kleiner ist als bei anderen. Ich glaube, spannend wird es dann erst irgendwann so pubertäre Phase, 11, 12, wo man dann vielleicht überlegen muss, einfach noch ein Haus dazu zu bauen oder eine Höhle nebendran zu basteln oder ein Auto dazu zu kaufen, je nachdem, wo wir dann stehen.